Hey Freunde, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge Spore. Und viele Leute denken sich jetzt natürlich schon wieder, oh, kein Minecraft. Aber ich muss sagen, dieses Spiel ist super cool. Ich habe das damals immer sehr gerne in meiner Kindheit gespielt und ich werde es heute für einen ganz besonderen Zweck benutzen. Und zwar gab es mal vor einiger Zeit ein Video, wo sich ein netter Kerl namens Lars oder so, ja, gedacht hat, hey, ich nehme einfach mal den Roman, klebe ihn in mein Spiel rein und lasse ihn dann irgendwelche Knochenbrüche erleiden, indem ich ihn von irgendwelchen Rampen runterschiebe oder sowas in der Art. Okay, und jetzt Achtung, Achtung, Achtung. Yeah, wir spielen hier mit dem lieben Roman. Ja, man kann hier das Gesicht irgendwie ausschneiden und dann einfügen und sowas. Und ja, lieber Roman, das ist jetzt für dich. Ja, Roman, gib alles. Yeah. Deswegen möchte ich mich halt eben ein wenig rächen. Das heißt, wir gehen hier mal ganz gechillt in den Kreaturendesigner und werden hier einfach mal kurz eine Kreatur designen. Und ich denke mir mal, wir müssen so gut wie möglich den Lars oder so nachbauen, ja? Wir brauchen dann natürlich einen guten Standard-Kram, ne? Das heißt, wir müssen irgendwie so diesen Lars hinbekommen. So muss das am Ende aussehen, ne? Das heißt, wir müssen mal hier kurz anfangen. Spore ist ein Spiel, da kann man sich wirklich so Kreaturen und sowas erstellen, ja? Da hat man so einen Editor, ja? Und wir müssen dann natürlich überlegen, wie wir Lars machen wollen, ja? Wir brauchen dann natürlich erstmal so den richtigen Körper bauen, ne? Das heißt, wir müssen erstmal hier den Lars bauen, ja? Der Lars ist ja ein Mensch, das heißt, der hat da hier erstmal seine Wirbelsäule und wir brauchen dann natürlich erstmal noch kurz den Körper. Das heißt, wie lang machen wir den Körper von Lars? Ich glaube, hier so eine kleine Wurst dürfte klar gehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die so ein bisschen drehen kann. Nee, geht glaube ich nicht. Das heißt, der Lars wird ein bisschen schräg dastehen, aber das ist schon okay, ne? Das heißt, wir nehmen erstmal den guten alten Lars ein paar Beine und so. Ich bin mir nicht ganz sicher, was wir da nehmen werden, aber ich glaube, doch, warte, ich glaube, diese Beine dürfen da eigentlich ganz gut klappen. Sag mal, Lars, hey, warte mal, gucken, wir vergleichen das nochmal kurz. Lars, sag mal, trainierst du eigentlich seit neuestem Beine? Warte mal, wir nehmen kurz den Lars und dann können wir den hier so nehmen, ne, den guten alten Lars, und dann packen wir das hier drauf. Also, ich würde sagen, das passt, Lars, ja? Also, du musst schon sagen, also solltest du vielleicht ein bisschen mehr die Beine trainieren, ne? Aber wir können ja einfach mal weitermachen. So, dem Lars haben wir jetzt also schon mal ein paar Beinchen gegeben. Das heißt, wir sind da schon mal ganz gut dabei. Ich würde am liebsten eigentlich diesen Körper so ein bisschen gerader drücken. Wow, Alter, was ist das? Oh Gott, man kann hier echt alles machen. Sag mal, ist das da eigentlich der Po oder sowas in der Art? Kann man den irgendwie... Nee, ich lasse das, glaube ich, so. Das ist ganz gut. So, das nehmen wir auf jeden Fall. Aber da brauchen wir natürlich noch den Arm, ja? Und Lars hat natürlich schön geschwungene Arme. Ist natürlich so breit wie der Türsteher, der gute alte Lars. Warte, das heißt, wir können da vielleicht so den Kopf schon ein bisschen draufkleben. Doch, warte mal, wir hätten vielleicht den Kopf ausschneiden sollen. Einen Moment. Also, Lars, also ich muss schon sagen, du hast da einen echt schönen Körperbau ausgesucht. So, das heißt, der Lars hat da halt eben natürlich, so sieht Lars jetzt in echt aus, ja? Das heißt, so könnt ihr, falls ihr Lars noch nie in echt gesehen habt, ne, der sieht so aus. Und Lars hat übrigens hinten am Po, wenn wir da jetzt mal nachsehen, hat da Lars zufällig einen kleinen Stachel hintern. Ja, der gute alte Lars, ja, wenn der sich irgendwo auf seinen Computerstuhl draufsetzt, dann macht der da halt eben seine Löcher rein, ja? Aber dafür kann er natürlich nichts, weil das ist ja der gute alte Lars. Warte, ich muss es natürlich jetzt wieder richtig platzieren, so, ich mach das eben nochmal kurz aus, damit wir nochmal kurz in dieses Geschehen mit reinbekommen können. Ne? Das heißt, wir machen natürlich hier nochmal alles natürlich real nach, sodass man auch wirklich nachvollziehen kann. Ja, das ist so. Easy peasy. Das heißt, der kommt hier hin, hat der natürlich auch ein paar Hörner und sowas. Ne? Das heißt, die Hörner kommen hier kurz hin. Warte, aber die müssen ein bisschen größer werden, ne? Weil der Lars ist ein kleiner Hörnerfanatiker. So, easy. Kann man die vielleicht noch ein bisschen auseinander tun. So. Ah, ich muss ein bisschen gucken. Guck mal. Warte, das heißt, wir müssen hier kurz den Kopf ein bisschen weiter nach unten machen. Und das sieht ja schon mal ganz gut aus, Lars. Ich habe eigentlich gar nicht gewusst, dass du solche Hörner hast und dass das hier alles so komisch bei dir aussieht. Also ohne Lars sieht das jetzt gerade so aus. Aber wir haben hier noch ein paar andere Sachen. Ja, da in Spore kann man nämlich noch ein bisschen mehr machen. Und zwar hat nämlich Lars, seit neuestem hat der Sauguss als Hände. Ja? Falls ihr euch irgendwie die ganze Zeit fragt, hä, wieso ist denn Lars so komisch in Minecraft Survival Games und so, liegt vielleicht einfach nur daran, dass seine Arme ein bisschen länger sind und er die Tastatur... dass er die Tastatur recht schlecht erreicht. Und außerdem haben wir ja letztens herausgefunden, dass der gute alte Lars, der hat ja Schuhgröße 49. Das heißt, die Schuhe müssen natürlich richtig passen. Das heißt, wir brauchen hier richtige Griffe. So, und natürlich müssen wir gucken, was der gute alte Lars für Füße hat, ja. Und natürlich hat man natürlich, wenn man so große Füße hat, hat man natürlich auch manchmal so Probleme, diese Schuhe zu finden. Das heißt, Lars hat einen ähnlichen Körperbau wie hier, ja. Lars, nimm mir das nicht ernst. Wir können dir im Krankenhaus
Krankenhaus helfen oder so, ja, wir machen uns einfach vielleicht nochmal was anderes noch dazu, vielleicht können wir dir einfach mal dein realistisches und echtes Auge, was du am Bauch hast, einfach mal hinzufügen. Ich würde mal sagen, das geht eigentlich. Was haben wir denn noch? Wir können vielleicht hier noch ein paar Trübsee hinmachen, ne? Das sind hier nochmal so komische Dinger, die wackeln genauso, das ist einfach nur schwarzes Zeug. Außerdem hast du so, was hast du denn noch? Warte, du hast ganz zufällig am Po, hast du ja dahinter hast du ja dein Stacheldings und natürlich passt dort etwas ganz Besonderes auf, weil ich weiß, du hast mir per Skype mal erzählt, du hast da dein kleines Geheimnis, aber in echt hast du eine kleine Entenschnabeltasse, ja, am Rücken und das ist dein Leben. So, ich würde mal sagen, der gute alte Lars sieht ja schon mal ganz gut aus. Wir können ihm ja schon mal einen Computer-Head da ranmachen, ne? Wir können ja hier nochmal gucken, dass wir vielleicht einen Kopf oder sowas hinbekommen. Warte, wir machen ihm einfach mal oben ein Horn drin, ne? Dann müssen wir uns einfach vorstellen, dass dieses Horn der Kopf ist. So, und dann sind wir hier, glaube ich, fertig. Beschreibung, das ist Lars oder so. Warte, hey, er ist ein YouTuber. So, okay. Bezeichnung, etwas stinkig und hat ein Mund am Rücken. Also, Lars, das mit dem Mund am Rücken, das ist natürlich ein Geheimnis zwischen uns geblieben, ne? Da kann man natürlich nichts machen. Natürlich nennen wir unser Meisterwerk den guten alten Lars oder so. So, ich würde sagen, das funktioniert. Das heißt, wir drücken jetzt hier wieder hin. Zack, bum, bam. Auf OK drücken. Jetzt schauen wir einfach mal, wie der gute alte Lars hier funktioniert. So, so, da ist der Lars. So, das heißt, der Lars ist also ganz gut im Angreifen und so. Wir können theoretischerweise den guten alten Lars bereitstellen. Zack, bum, Testlauf. Ah, Testlauf. Ja. Mal gucken, was der Lars so kann. Ui, Lars, warte mal. Hoho. Das kann's ja nicht sein, Lars, du. Kleiner Dreckiger, du. Du hast ja einen sehr komischen... Warte, ich muss das hier nochmal kurz richtig hinplatzieren. Lars, sag mal, wie geht's denn dir gerade so? Also, du siehst ja sehr gesund aus, muss ich sagen. Du läufst ja... Also, du hast, glaube ich, inzwischen so ein bisschen deine Beine trainiert, Lars, oder? Also, ich glaube, hier... Das ist ja super, wie du läufst, ey. Aber du läufst ja rückwärts die ganze Zeit, Lars. Warte, wir müssen dich ja kurz umdrehen, weil dein Auge ist ja vorne. Guck mal. Na, zeig mal, was du so kannst. Lauf mal so ein bisschen da rum. Aha, du kannst nur in diesem Kreis hier laufen, ne? Ja, das ist ja der Wahnsinn. Warte, Bemalen-Modus. Also, wir können dich ja eigentlich noch anders malen. Aber ich muss schon sagen, du siehst echt super aus, ja? Wir können... Dreh dich mal, Lars. Oh, Lars, das ist ja wahnsinnig. Brüll mal, Lars. Oh, das ist ja voll der Böse. Schlag mal. Oh, wenn der Lars mal böse ist, dann schlägt der auch mal zu, ne? Heiße Füße. Oh, Alter, ist dem Lars, hat der Lars gerade heiße Füße. Also, das kann es ja nicht sein. Sag mal, hey, Lars. Oh, Lars. Ein kleiner Charmeur, du niedlich sein. Oh, kleiner niedlicher Kerl. Lach mal. Oh, Lars, ein kleiner Verlegener, du. Also, ich muss schon sagen, vielleicht ist dir jetzt aufgefallen, dass du vielleicht nicht mein Gesicht in deine Videos reinnehmen sollst und mich dann irgendwo draufkleben sollst, weil dann nämlich sowas passiert. Ich hoffe, du hast aus deiner Lektion gelernt. Lars, mach das nicht mehr. Und ansonsten, falls euch die Folge gefallen hat, gebt natürlich einen Daumen hoch und einen Kommentar schreiben. Nicht vergessen, falls ihr mehr davon haben wollt und ob wir vielleicht einen anderen Kerl vielleicht auch nehmen wollen. Ich weiß nicht, da gibt es nämlich noch so einen anderen, den man theoretischerweise nehmen könnte. Bin mir nicht sicher, ob ihr den vielleicht auch haben wollt. Sagt einfach Bescheid. Ciao! We'll be right back.